Sehr geehrter Herr Segenreich, wir sind heute alle aufgewacht mit den Nachrichten, dass einen Tag nach dem 50. Jahrestag des Beginn des Yom Kippur-Kriegs Israel von der Hamas überfallen wurde. Wenn die Nachrichten stimmen, soweit man sie hier mitbekommen hat, ja noch nicht allzu viel Offizielles bekannt ist, Israel zumindest mal ein Teil Kriegsrecht ausgerufen hat, können Sie vielleicht am Anfang erstmal schildern, was denn jetzt so die aktuelle Lage ist, was man jetzt genau weiß, ob es denn schon genauere offizielle Angaben vielleicht auch zu den ganzen Geschehnissen des heutigen Morgens gibt. Ja, also alles ist natürlich noch im Fluss und es ist chaotisch. Begonnen hat es um 6:30 Uhr israelischer Zeit, also ziemlich genau 8 Stunden vor dem Zeitpunkt, zu dem wir jetzt sprechen. Und es war offenbar eine lange vorbereitete, vielschichtige Aktion der Hamas, also der islamistischen Gruppe, die den Gazastreifen beherrscht. Und das hatte zwei Komponenten. Die eine war ein massiver Raketenangriff auf israelische Städte bis tief nach Israel hinein, auch Tel Aviv, auch Jerusalem wurde beschossen, aber auch Städte, die näher beim Gazastreifen liegen. Ganz massiv, also innerhalb der ersten 4 Stunden mehr als 2000 an die 3000 Raketen, die abgefeuert wurden in Richtung Israel. Aber man muss sagen, das ist etwas, was die Israelis irgendwie schon kennen. Leider haben wir solche sogenannten Runden der Gewalt mit Raketenbeschuss von israelischen Städten ja schon öfter in der Vergangenheit erlebt, zuletzt 2021 in einem größeren Maßstab und davor 2014 und 2012 und 2009. Und da ist man ja, will nicht sagen, man ist es gewohnt, aber man weiß, wie man damit umgehen soll. In Israel haben viele Bürgerinnen und Bürger also Schutzräume, zu denen sie gehen können und sie wissen, was sie dann tun sollen in so einer Situation. Es gibt natürlich das Raketenabwehrsystem, das berühmte, die Eiserne Kuppel, das also viel Schutz bietet. Das war das eine. Aber das viel Dramatischere war etwas ganz anderes, etwas, was es bisher noch nicht gegeben hat und was die Israelis völlig überrascht hat. Es sind nämlich aus dem Gazastreifen Hamas-Kommandos auf israelisches Territorium vorgedrungen. Sie haben also diesen Grenz Zaun, in den Milliarden investiert wurden, überwinden können an ein oder zwei Punkten. Und plötzlich waren also in Südisrael palästinensische Terroristen, Hamas-Terroristen auf Fahrzeugen unterwegs, in verschiedenen Dörfern, besonders in Grenznähe, auch in dem Städtchen Sderot. Und die haben sozusagen auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Menschen in Südisrael haben sich verschanzt in Häusern und die Armee war darauf auch nicht vorbereitet. Also es gab Hilferufe aus von Müttern mit kleinen Kindern, die sich irgendwo versteckt hatten und die sagen, draußen hört man arabische Stimmen und sie schießen auf unser Haus oder auf unsere Wohnungstür. Und wo bleibt die Armee? Wo bleibt die Armee? Also eine Situation, wo auf israelisches Territorium islamistische, nennen wir sie Kämpfer oder Terroristen, es sind eher Terroristen, die sie gehen ja auf die Zivilbevölkerung los, vorgedrungen sind. Das ist ein Albtraum für Israel. So etwas hat es noch nicht gegeben. Die Israelis müssen das jetzt irgendwie wegstecken. Alles ist noch im Fluss. Und was besonders damit verbunden ist, ist auch der Aspekt der Geiselnahme. Also einerseits konnten sich palästinensische Terroristen in einzelnen Gebäuden offenbar festsetzen und dort israelische Geiseln nehmen. Und parallel dazu wurden offenbar Israelis auch in den Gazastreifen verschleppt. Es ist nicht offiziell, wir wissen nicht genau, wie viele, vielleicht 30, vielleicht 40, es können Zivilisten sein und auch Militärs. Und das ist natürlich auch ein gewaltiger neuer Aspekt, der militärische und politische Komponenten hat, wenn jetzt Israelis in den Gazastreifen einfach verschleppt wurden und dort als Geiseln festgehalten wurden. Und aus israelischer Sicht ist das nämlich eine völlig neue Dimension, abgesehen davon, dass man natürlich fragt, wie das überhaupt passieren konnte. Wir haben es ja gerade angesprochen, die Bilder von, also in den sozialen Medien sieht man Bilder, wie israelische Geiseln im Gazastreifen vorgeführt werden. Es gibt schreckliche Bilder von geschändeten Leichen in israelischen Gemeinden. Eine der letzten Nachrichten, die ich bekommen habe, keine Ahnung, vielleicht, ob Sie da schon ein bisschen mehr dazu wissen, dass auch der Kommandeur der Gaza-Division, Avi Rosenfeld, gekidnappt worden sein soll und nach Gaza verschleppt worden sein soll. Können Sie dazu etwas sagen? Können Sie etwas zu eventuellen Opferzahlen oder sowas sagen? Ist da schon etwas offiziell bekannt? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche Nachrichten? Also zum ersten Mal möchte ich da vorausschicken, in Israel, die Behörden, die Militärs, die Sprecher warnen davor,
unbedingt alles zu glauben, was in den sozialen Medien veröffentlicht wird. Es heißt, es seien auch viele Fake News unterwegs. Es gäbe auch viel Propaganda. Also man solle sich eher an das halten, was offiziell bestätigt wird. Das heißt aber nicht natürlich nicht unbedingt, dass die Offiziellen die ganze Wahrheit sagen. Das mit der Entführung des Kommandeurs der Gaza-Division kann ich nicht bestätigen. Es wurde dementiert, aber es zirkuliert wirklich. Aber wieder, das geht genau in die Richtung, wir können es nicht mit Sicherheit wissen. Und es kann auch sein, dass es sich bloß um eine Propaganda Meldung handelt. Es gibt offenbar ganz furchtbare Gräueltaten, aber wiederum, hier in Israel zumindest, geht man offiziell auf das nicht ein, weil man auch die Zivilbevölkerung schützen will, weil es ja auch darum geht, dass nicht, Gott behüte, irgendwelche Angehörigen von Opfern, dass plötzlich die Bilder ihrer geschändeten oder getöteten Angehörigen im Fernsehen sehen. Also alle diese Dinge, da muss man warnen. Das ist chaotisch, das ist noch im Fluss. Offiziell bestätigt wurden bisher 22 Tote in Israel. Die richtige Zahl wird wohl höher liegen. Es wurde auch eine sehr große Zahl von mehr als 500 Menschen in verschiedene israelische Krankenhäuser eingeliefert, zum Teil sehr schwer Verletzte. Auch diese Zahl wird noch steigen. Also das ist ungefähr vorläufig die Dimension, wobei auf der anderen Seite auch die Rede davon ist, man fragt sich ja, wer sind diese Leute, die da eingesickert sind und es geht, oder wie viele waren das? Man kann auch darauf dann eingehen, wie sie das überhaupt konnten. Aber es geht anscheinend um einige Dutzend sogenannte Hamas-Kämpfer oder Hamas-Terroristen, vielleicht 60, 70, 80. Aber das hat offenbar gereicht, um eine Größenordnung von 10 israelischen Dörfern sozusagen zu besetzen, sozusagen unter ihre Kontrolle zu bringen. Und die Armee tut sich natürlich schwer, wenn dort auch Zivilisten drinnen festgehalten werden, den Süden Israels oder das Gebiet, wo diese Terroristen unterwegs sind, sozusagen zu säubern. Aber das ist einmal das nächste Ziel. Man wird sicher dann fragen, wie das passieren konnte, wer hat Fehler gemacht, wieso wurde man so überrascht. Aber das Erste ist einmal, die Zivilisten, die von diesen Terroristen festgehalten werden, irgendwie herauszuschlagen. Daran anschließend hätte ich zwei Fragen. Also das eine wäre, ich habe gehört, ich glaube auf i24 News, dass die Hamas, die Hisbollah und den Iran und ähnliche bewaffnete Gruppen dazu aufruft, sich diesen Aktionen und den Kämpfen anzuschließen. Also gibt es da schon irgendwelche Reaktionen, Einschätzungen, wie ob und wenn ja, wie groß die Gefahr ist, dass etwa die Hisbollah jetzt aus dem Norden, aus dem Libanon beginnen wird oder beginnen könnte, Raketen zu schießen und ähnliches. Und meine zweite Frage wäre, oder beantworten Sie vielleicht erstmal die, das können wir dann, Rudi, hoffentlich so zusammenschneiden. Die Aspekte, die Sie hier ansprechen, also die Israelis sagen natürlich schon, von Premierminister Netanyahu angefangen, die Hamas hat hier rote Linien überschritten und sie muss ganz stark und hart bestraft werden dafür. Es wird sicher also Gegenaktionen geben und man wird sicher also ganz hart, vielleicht härter denn je zuvor, gegen die Hamas zurückschlagen. Es wurde auch das Wort Krieg schon in den Raum gestellt. Man befindet sich im Krieg mit der Hamas. Wobei erstens eben bei allen Gegenmaßnahmen jetzt wieder zu bedenken ist, dass die Hamas wahrscheinlich israelische Geiseln verschleppt hat und das gestaltet dann auch die möglichen militärischen Gegenmaßnahmen als sehr schwierig. Aber, und das ist ganz wichtig, man muss aus israelischer Sicht jetzt auch hart zurückschlagen, um die Abschreckung wiederherzustellen, heißt es hier. Denn wenn sozusagen die arabische Welt, extremistische Organisationen sehen, dass Israel sich das gefallen lässt, dann kommt dann irgendwann der nächste Schlag. Also Israel muss sozusagen zeigen, wir lassen uns das nicht gefallen. Wobei damit dann wieder natürlich die Gefahr verknüpft ist, dass andere hereingezogen werden. Dann muss auch sehen, die Hamas ist ein sehr unangenehmer Gegner und Feind für Israel, ist aber nicht der stärkste Feind. Der stärkste Feind ist tatsächlich die Hisbollah, eine Art Schwesterorganisation der Hamas. Also die Hamas-Islamisten sind Sunniten und die Hisbollah-Terroristen oder wie man sie nennen will, sie beherrschen ja zum Teil den Libanon, sind Schiiten. Die sind aus dem Iran gesteuert zu einem beträchtlichen Ausmaß. Und die Hamas gilt als militärisch viel stärker, Entschuldigung, die Hisbollah gilt als viel militärisch viel stärker als die Hamas, ist die größere Bedrohung für Israel. Die Hisbollah hat im Südlibanon geschätzt 100.000 bis 150.000 Raketen aufgestellt, ein gewaltiges Arsenal. Die Raketen, die auf Israel gerichtet sind und die Ziele
Ziele bis weit in Israel erreichen können. Und es gibt tatsächlich von den Hamas-Führern jetzt den Aufruf an die gesamte arabische oder gar islamische Welt, insbesondere an die Hisbollah eben, aber auch an die Palästinenser im Westjordanland und in Ostjerusalem bis hin an den Iran, also denen jetzt zur Seite zu stehen, denn sie führen ja einen Krieg gegen den israelischen Feind. Wenn die Hisbollah da jetzt wirklich mitmacht und einsteigt, dann hat das eine gewaltige Dimension. Das ist eine Furcht von Israel. Das muss man auch berücksichtigen, diese Möglichkeit. Und man stellt sich ja auch darauf ein. Also wir hören ja schon, Israel hat jetzt schon, die genauen Zahlen werden nicht bekannt gegeben, Zehntausende Reservesoldaten mobil gemacht. Und diese Zehntausende Soldaten werden natürlich nicht nur gegen die Hamas sozusagen potenziell eingesetzt werden, sondern man hat auch ein Auge auf das Westjordanland, damit nicht, Gott bewahre, eine dritte Intifada der Palästinenser ausbricht, und insbesondere auch natürlich das Auge auf Richtung Norden, auf die Hisbollah im Libanon. Also Israel richtet sich tatsächlich ein auf die Möglichkeit, dass die Hisbollah sich dann auch einschaltet. Und ja, das beschreibt eben die komplizierte Situation Israels. Israel muss einerseits hart gegen die Hamas zurückschlagen, muss aber andererseits befürchten, dass dann irgendwie aus Solidarität andere arabische, / islamische Kräfte dann auch eingreifen. Sie haben es kurz angesprochen, mit der Bezugnahme auf die Einbeziehung der Reservisten. Das wäre auch meine zweite Frage gewesen, weil man davon eben auch gehört hat und sozusagen diese zumindest Teilmobilisierung oder teilweise sozusagen ein teilweiser Ausrufung eines Kriegszustandes lässt sich im Moment schon abschätzen, ob, weil ja die letzten Kämpfe rund um den Gazastreifen von israelischer Seite ja hauptsächlich aus der Luft geführt wurden, also kann man irgendwie abschätzen, ob da jetzt eine größere Invasion, ein Bodenkrieg oder so etwas bevorsteht, auch natürlich sozusagen, weil ich es quasi am Anfang gesagt habe, ne, sozusagen, es kommen ja dadurch, dass das ja rund um den Jahrestag ist, natürlich Erinnerungen geradezu an den Yom Kippur-Krieg drängen sich ja eigentlich da unmittelbar auf. Ja, die Erinnerung an den Yom Kippur-Krieg, das wird auch hier angesprochen. Also das ist heute ausgebrochen am 7. Oktober und genau vor 50 Jahren plus einem Tag, am 6. Oktober 1973, ist der Yom Kippur-Krieg ausgebrochen. Und es gibt da auch wirklich Parallelen, die in Israel heute schon angesprochen wurden. Erstens, das heute ist ausgebrochen auch an einem jüdischen Feiertag. Damals war es der Yom Kippur, jetzt ist es der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Und das zweite, offenbar das Versagen. Wie konnte das passieren? Denn damals, heißt es, habe der Geheimdienst versagt, der israelische militärische Geheimdienst oder der Mossad auch, indem man nicht gewarnt hat, habe den Krieg nicht kommen sehen. Und diesmal ist es auf jeden Fall so. Man fragt sich, wie hat man das nicht gesehen, dass die Hamas so eine komplizierte, große Aktion vorbereitet? Und das zweite war auch das sogenannte Konzept. Also damals, 1973, hatte man sich darauf verlassen, irgendwie psychologisch, dass es eine Verteidigungswall gibt entlang des Suezkanals und der sei undurchdringlich und der ist dann sehr wohl überwunden worden von den ägyptischen Panzern. Und jetzt ist es ähnlich, man hat sich darauf verlassen, dass dieser Grenzzaun, der rund 70 Kilometer lang ist zum Gazastreifen, der sehr raffiniert ist, dass der ein unüberwindliches Hindernis wäre. Und siehe da, relativ leicht haben mit relativ einfachen Mitteln diese palästinensischen, diese Hamas-Kommandos diesen Zaun überwinden können. Also das ist etwas, was man hier sehr stark, also natürlich jetzt schon reflektiert, obwohl man sagt, das aufzuarbeiten, das ist viel zu früh. Man muss erst sozusagen, es brennt im Moment und man muss eingreifen. Und ja, die Frage danach, was man eigentlich tun kann, die steht jetzt wieder im Raum. Also es gibt wieder die Stimmen, die sagen, es kann nur Ruhe geschaffen werden, wenn die Hamas im Gazastreifen ganz zerschlagen wird, wenn sie völlig ausgeschaltet wird, weil sonst wird das immer wieder kommen. Das würde aber tatsächlich bedeuten, aus der Luft allein kann man die Hamas nicht ausschalten. Das würde bedeuten, man müsste eine große Bodenoffensive starten. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Eine Bodenoffensive heißt ein blutiger Bodenkrieg, der sich lange hinziehen kann mit vielen Opfern auf beiden Seiten, auch unter den israelischen Soldaten. Und mit der zusätzlichen Komponente natürlich, dass es jetzt offenbar israelische Geiseln im Gazastreifen gibt. Das haben wir schon angesprochen. Also militärisch und politisch unerhört kompliziert. Und ich bin kein Militärexperte, aber von vornherein würde ich mal sagen, eine Organisation wie die Hamas völlig auszuschalten, ja, das bedeutet wahrscheinlich wirklich Wiederbesetzung des Gazastreifens. Die Israelis haben sich ja 2005 einseitig aus dem Gazastreifen zurückgezogen, haben damals
alle Truppen aus dem Gazastreifen abgezogen, haben alle jüdischen Siedlungen dort aufgelöst und das Ganze den Palästinensern überlassen. Und dann ist dort sozusagen die Hamas groß und stark geworden. Also Wiederbesetzung des Gazastreifens ist auch beinahe unvorstellbar. Und ich habe auf Ihre Frage keine Antwort. Ich weiß nicht genau, wie das weitergehen wird. Die Vergangenheit hat gezeigt, wann immer es Konfrontationen zwischen Israel und der Hamas gegeben hat, dann waren die sehr schmerzhaft für Israel. Auf jeden Fall, noch viel mehr für die Palästinenser, für die Hamas. Da wurde im Gazastreifen sehr viel kaputt gemacht. Eine Lösung hat das nie bedeutet, weil die Hamas ist so geartet ideologisch, dass sie natürlich niemals aufgibt. Und ich bin da überfragt. Ich weiß keine Lösung. Wenn ich sie wüsste, würde ich wahrscheinlich den Friedensnobelpreis bekommen. Aber ich fürchte, niemand anderer hat wirklich eine Patentlösung. Apropos Lösung, die letzten Wochen waren ja eigentlich eher von positiven Nachrichten sozusagen geprägt. Es war viel die Rede von einer Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien, einer möglichen Beziehungsnormalisierung. Vor gar nicht allzu langem hat Richard Kirby, der nationale Sicherheitsberater der USA, gesagt, dass eigentlich in großen, groben Zügen ein Normalisierungsabkommen bereits stünde und so weiter. Jetzt die Frage, ist natürlich auch wahrscheinlich durchaus mit Spekulation verbunden, aber inwiefern hängt dieser jetzige Hamas-Angriff auch damit zusammen? Soll das auch darauf abzielen, da die erreichten Annäherungen zu zerstören, sozusagen da destabilisierend natürlich einzugreifen? Das ist, wie Sie schon sagten, sicher reine Spekulation. Es gibt diese Spekulation. Es gibt die Annahme, dass die Hamas das vielleicht jetzt losgetreten hat, genau um diese Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien und damit zwischen Israel und der arabischen Welt im Allgemeinen, wobei die Palästinenser sozusagen zurückgeblieben werden, zu torpedieren. Ich weiß nicht genau, was in den Köpfen der Hamas-Führung vorgeht. Eine weitere Rolle hat höchstwahrscheinlich auch gespielt der Umstand, dass wir ja in Israel schon seit gut 10 Monaten eine interne Krise haben, die mit einer versuchten Justizreform zusammenhängt und wo auch von den Demonstranten gegen diese Reform, von denen, die dagegen protestiert haben, auch sozusagen die Armee irgendwie hineingezogen wurden, weil Kampfpiloten und andere Soldaten gesagt haben, unter diesen Umständen wollen wir vorläufig keinen Reservedienst leisten. Das heißt, die Feinde Israels und insbesondere die Hamas haben wahrscheinlich angenommen, dass Israel jetzt schon durch diesen Ausfall von Piloten und anderen Offizieren geschwächt sein könnte. Also sie haben eine Schwäche Israels wahrgenommen, haben vielleicht deswegen jetzt losgeschlagen, aber eben alles ist Spekulation. Gut, dann hätte ich sozusagen als Abschluss noch eine letzte Frage. Kann man sagen, was die Hamas denn, was das eigentlich das Ziel der Hamas ist, wohin das führen soll? Was sind die Vorstellungen? Was möchte diese islamistische Terrororganisation mit diesen Aktionen heute erreichen? Ja, die Frage ist allgemein immer, kann man stellen gegenüber Terroristen, was wollen Terroristen eigentlich erreichen? Wenn man rational denkt, müsste man ja sagen, Sie müssen ja sehen, dass sie nicht wirklich etwas verändern können. Ja, wenn 9/11 in New York und in anderen Punkten in Amerika ausgeführt wurde, haben die wirklich geglaubt, dass die USA in die Knie zwingen? Natürlich nicht. Und die Hamas kann sich doch nicht wirklich vorstellen, dass sie mit einer solchen Aktion sozusagen Israel wirklich bezwingen kann. Also offenbar hat das keinen wirklichen Zweck. Und es ist letztlich aus meiner Sicht zumindest Terror um des Terrors willen. Die Hamas muss eigentlich sehen, dass sie damit nichts erreichen kann. Sie kann Israel nicht ausschalten. Sie kann auch einen Frieden natürlich nicht näher bringen. Im Gegenteil, er führt weiter weg. Und ich denke, so eine Gruppe letztlich hat das Ziel, immer wieder aufzuzeigen und zu zeigen, wir sind noch da, vergesst uns nicht. Und wie tut sie das? Dadurch, dass sie eben Gewalt ausübt und Terroranschläge ausübt. Und die Hamas, das ist ja auch das Schwierige bei der Hamas, die hat ja auch den Charakter einer Regierung. Oder sie führt einen Quasi-Staat, denn der Gazastreifen hat eben ja seine diese Kräfte, die ihn beherrschen und sozusagen Ministerien und eine bewaffnete Truppe, ist also irgendwie ein Quasi-Staat. Aber andererseits hat er eben diese Terrormentalität. Und dass es sich wirklich um Terror handelt, sieht man wirklich an den Mitteln, die hier eingesetzt werden. Einerseits sind es die bekannten Raketenbeschüsse und da muss man kein Militärexperte und kein Menschenrechtsexperte sein oder kein Kriegsrechtsexperte, um zu sagen, diese Raketen sind reine Terrorwaffen, die verfolgen keinen militärischen Zweck und sie sind nicht auf militärische Ziele gerichtet, sondern sind ganz ungenaue Waffen, die eben auf größere
Bevölkerungszentren gerichtet werden und in der Hoffnung, möglichst viele Zivilisten zu erwischen, mehr oder weniger zufällig, denn genau anvisieren kann man sie nicht, also Terror zu verbreiten. Und auch dieser neue Art des Angriffs, also jetzt bewaffnete Kommandos, die so auf Motorrädern und auf so Kleinlastwagen plötzlich in Israel auftauchen. Das ist ja auch keine militärische Aktion. Diese Männer, die das ausführen, schauen zwar paramilitärisch aus, aber in Wirklichkeit richtet sich das ja direkt gegen Zivilisten. Sie haben also eben nicht Soldaten dann angegriffen, sondern sind direkt in Wohngegenden vorgedrungen, haben dort auf Passanten geschossen und haben versucht, in Häuser einzudringen. Also wiederum eigentlich Terrormethoden ohne jedes vernünftige Ziel, das man dahinter erkennen könnte. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie so kurzfristig Zeit für das Gespräch gefunden haben und mich hiermit verabschieden. Ich danke Ihnen. Schöne Grüße nach Wien. Danke. Alles Gute nach Tel Aviv. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.